はい、みなさんこんにちは。りなでーす。さかです。エイティブログでーす。ウィニーです。うん、ママです。そうです。パパです。ママです。ドイツです。今日はウイスキーです。日本からお土産で買ってきました。こちら、東海っていうウイスキーと、チパっていうウイスキーをお土産で買ってきました。で、パパはウイスキーのことが大好きだから、うん、このウイスキーを持ってきて、ちょっと今日はウイスキーが好きな人の、そう、日本のウイスキーが通用するのかっていうテイスティングをしてもらいたいと思います。あ、but du hast auch schon mal ein Whisky, oder nicht? Ich hab mehrere Whiskys, vor allem mehrere Whiskys, vor allem schottische, aber ich hab auch einen japanischen. Den hast du schon sehr getrunken. Ja, den habe ich schon etwas länger. Hibiki 17 年ですね。でもこれは2013年に買ったから。2013年に買って、まあ毎日飲むわけじゃないもんね。いや、全く。Das trinkst du nur an besonderen Anlässen oder so? Nein, den trinke ich nur dann, wenn ich keine Lust drauf habe. Okay. Aber ich meine, der hält jetzt auch schon 10 Jahre. Ja. Weiß nicht, wann waren wir 2013. In Japan? 2013. Okay. Ich habe ja noch mehrere. Ich kann ja alle Pflanzen bringen. Und der ist wirklich sehr gut. Also, ist das sehr teuer? Malt, das ja. ist jetzt kein Malt Whisky, sondern auch ein Blended Whisky. Mhm. Aber der ist geschmacklich sehr gut. Mhm. Und der war auch halbwegs teuer. Was ist denn halbwegs teuer? Na, du kannst ja auch 10.000 Euro für eine Flasche. Nein, 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 die Flasche gekostet. Whisky ausgeben, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ich glaube, 100 Euro oder sowas habe ich dafür ausgegeben. Koji. 10 年前。これだ、飲まずにそのまま持ってたら価値上がってるじゃない？いや、また起きちゃう。いや。もう飲んじゃったからダメだよ。Du trinkst ihn lieber. Und dann hast du auch noch irgendwie so ein Drinkset. Ja, also diese Gläser hier. Oh, Andrew Dauer? Ja. Ist da, wo wir zusammen waren. Ich war nicht da, Tokoro da, Taka. Oh, Scotland の世界一周の時に一緒に行った時。あの、テイスティングがあったでしょ？ウイスキーツアーに参加してテイスティングしたわ、その時。Aber ihr wolltet die Welt haben. Genau. だから私たちのコップがここにパパが大事にして。Schottland, das war auch, hat auch Spaß gemacht, oder? Ja, mir schon. Außer, dass es ein bisschen zu nass war. Ich nehme mir alle was anderes. Und das hier, das ist ein Wasserbehälter, weil man muss Whisky nicht unbedingt pur trinken, wenn er einem zu heftig ist, sondern man kann da auch einen Spritzer Wasser reintun. Aha. Und nachdem dann der Alkohol weniger ist, dann kommen die Geschmackssachen besser raus. Dann darfst du die aufmachen und dir einschenken. Ich habe keine Ahnung, wie viel man einschenken muss. Ja, wenn du nur ein bisschen willst, dann noch ein bisschen. Wir gar nicht. Also, das hier ist der Whisky aus der Region, von wo Taka her ist. Cheetah. Mhm. Und deswegen haben wir den gekauft. Ja, das ist ein Single Grain im Gegensatz zu einem Malt Whisky. Also das ist eher die andere Machart, wie er in den USA hergestellt wird. Also das heißt im Normalfall, dass es irgendwo aus einer Apfelcharge herkommt. Riechen tut er sehr unspezifisch. Naja, schmeckt riecht wie Whisky eben. Riecht wie Whisky. Aber nichts Spezielles. Also Whisky noch nie was. Also es gibt also Whiskys, die riechen erheblich intensiver, halt verhältnismäßig flach. Aber das heißt ja nicht unbedingt, dass er einem nicht schmeckt, ja. Mami, da ja nicht. Du musst überlegen, Papas Papillen in der Nase sind schon tot. Also Mama, like, do you usually drink no. whiskey? No. No, but I smell often and I taste only. Okay. Alle schon gespannt. Also der ist sehr jung. Verhältnismäßig jung wohl. Er hat noch eine verhältnismäßig intensive, kratzige Note beim Abgang. Mm. だから若すぎるし、シングルグレインのやつがアメリカの作り方でパパが好きじゃないあのウイスキーの種類。まあこれはそんなに好きじゃないけど、あのなんかジャック・ダニエルズとかみたいなウイスキー。Er hat hinten raus eine interessante Süße, finde ich. Also das ist aber möglicherweise die Art von Grain Whisky. Nein? Doch. Atakaku na.
Ja, これコンビニで買ったよ。だからだ。So, jetzt wäre natürlich noch. Sie hat gesagt, es ist vom Company. Ja, ist, du weißt. Ah, Mama is learning Japanese. ist natürlich die Frage, was diese Flasche zum Beispiel im Gegensatz zu der Flasche kostet. Mm-hmm. Ein Zehntel. Suntory Whisky Chita 700ml. Rakuten de 4000 yen chotto. 33 Euro. Ja, wie? Also hat der Papa gesagt, es ist ihm zu teuer. Ja. Zu teuer für den Geschmack schmeckt ihm nicht so. Genau. Kannst du nochmal probieren. Jetzt ist er also wesentlich milder im Geschmack. Auch nicht mehr so kratzig im Abgang. Das macht das Wasser aus, aber das ist ja wie immer. Du kannst damit möglicherweise einen netten Softdrink machen oder Cocktail. Nein. Nein. Okay. 出ました。Okay. サントリー響き17年 700ml。新品何個か出てて、安いので8万4000円。はい。高いので12万円。はい。Sehr teuer. Mhm. Das sind so 600 Euro bis. Nein. 800, 900 Euro. Also, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir nicht getrunken. Hätte ich mir 5 Flaschen gekauft. Ah, eine getrunken, 4 gestartet. For investment. Yes. Was hast du denn auf dem Handy gesehen? Ich habe eine interessante Sache gefunden. Okay, was? Hibiki の空の瓶. はい. Mercari で2本セット14,200円. Also, die haben die wieder raus. Das hier ist der Tokai Whisky. Den habe ich gekauft, weil er so schön ist. Hm, und nicht, weil ich gedacht habe, dass er gut ist. Ich habe keine Ahnung, warum. Die Flasche sieht auch schön aus. Ja, und wer ist der Hersteller? Was steht drauf? Genau. Fukuoka-ken no Kurume-shi ni aru Jōryū-jō de tsukutteru Nihon no Spirit to Scotland no Molto Whisky. Fukuoka? Fukuoka? Kurume-shi. Fukuoka? Tokai na no ni? Tatsächlich. Fukuoka? Ja, interessant. Also überhaupt nicht in der Nähe von Tokai wird das abgeführt. Mhm. Keine Ahnung, warum der Tokai heißt. Nicht so viel. Ja. Ja, vom Geschmack, vom Geruch her, ein bisschen. Auch wenig intensiv. Da würde ich mir jetzt sozusagen nichts drunter vorstellen, wenn ich ihn trinke. Alkoholfreier Alkohol. Osake ga haitte nai mitai. Ja. Sag mal, das ist ein absoluter Mädchen-Whisky, auch ohne Wasser. Josei ga nommen Whisky. Oh, so ein Whisky. Ist er so flach? Ja. Zenzen chigao! Sakki no yatsu to. Ganz anders als der andere. Na klar. Und voll viel einfacher zu trinken. Mädchen-Whisky, ja. Ja, Mädchen-Whisky. Und er kratzt nicht. Ja, genau. Super schön. Na, wenn du jetzt den verdünnst, dann schmeckt danach nichts mehr. Ja, das müssen wir ausprobieren. Nein, der Geschmack verändert sich quasi. Gar nicht. Ja, ich sag mal, das ist einfach einer, den du sozusagen immer trinken kannst. Mecha nomiyasui. Watashi demo nomeru Whisky. Also ich kann mich ja erinnern, als wir in Japan waren, haben wir natürlich auch die Regale durchsucht und ich war ja schon erstaunt, dass es da, keine Ahnung, 3 Liter Flaschen im unteren Regal gab, auch von Suntory. Und ich nehme an, dass es der, keine Ahnung, 2, 3, 4-jährige ist. Ja, ganz günstig. Der total günstig ist, und ja. Und der ist dann wirklich dafür, um Highball zu machen, was halt wirklich Whisky mit Sprudelwasser. Was auch immer, ja. Ja, genau. Ich muss aber sagen, hat jetzt also über die Dauer einen angenehmen Geschmack im Mund hinterlassen. Ja, nicht wie der erste, der ist. Ja, ich da war auch drin. Also. Damit
Star war Dames. Von daher wäre das jetzt kein Whisky, von dem ich sagen würde, nein, den trinke ich nicht. Also ich trinke den schon. Wie gesagt, da bin ich ja froh, dass ich den hier habe. Da muss ich den ja noch pfleglicher behandeln. Ja, weil deine neue so kostet nicht mehr. Nein. Musst du mal probieren. Zu Ginochi Wiki war keine Idee. Nein, das muss ich jetzt mal probieren. Doch, die Lena soll schon mal probieren. Willst du den probieren? Ja. Nein. Doch. Das kostet 600 Euro. Exactly. Ja, wie Perlen vor die Sonne. Ja, genau. Aber ich trinke den Rest. Ja, jetzt trinke ich aber fast nichts mehr durch die zwei. Sehr nicht flach. Doch, das ist flach. Nein. Chanto Hana ni irete koppitoshite. Sore wa sore wa yokatta. Namida ga dete kitou. Kann der auch ein bisschen Wasser reintun? Nein, erstmal erst so. Nanka ironna aji ga aru tte kanji. Kokkyū na aji wa suru. Hontani wakatta kitou. To iitai kedo. Like, which one do you like the best? It's not the question. It's not only the price. It's really the taste. Yeah. このウイスキーはやっぱり一番美味しい。私たちにウイスキーを買ってもらわない方がいい。初心者買わない方がいい。そう。あとは、まあこのボトルは可愛いだろうし、あとは誰も知らない。ウイスキーについて何も知らない私みたいな人はすごく飲みやすいです。じゃあ一番不合格したのがタカの地元のチタでした。悔しい。Es gibt ja einfach auch genügend Leute, die einen Grain Whisky mögen, sondern es ist halt nicht mein Geschmack. まあ好みがあるからね。はい、danke schön für die Einführung in japanischen Whisky. Whisky 講座でした。いろいろ勉強になりました。この動画が楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバイ。